Hey Leute, cool, dass ihr wieder da seid. Ich wollte heute ein Video machen zum Thema Minijobs. Was sind die Pros und Cons? Das ganz große Pro ist natürlich, du kriegst mehr Cash. Maximal konntest du mit einem Minijob bis letztes Jahr 520 Euro verdienen. Und aufgrund der benutzerfreundlichen Anrechnungsregeln des Jobcenters darfst du davon 184 Euro behalten, der Rest wird auf deinen Regelsatz angerechnet. Hier eine ganz kurze Ergänzung. Da der Mindestlohn 2024 erhöht wurde, hat sich auch die Freigrenze für einen Minijob erhöht und beträgt damit 538 Euro pro Monat. Und wenn ich es richtig gerechnet habe, darfst du dann davon jetzt 189,40 Euro behalten. Ich hatte schon mal ein Video zu dem Thema Anrechnung von Einkommen gemacht. Guckt euch das gerne an. Ich empfehle euch auch, die Kommentare darunter zu lesen. Vor allem die von Lutz Vormann, die sind sehr klärend. Und ich wollte mich hiermit entschuldigen, dass ich nie auf die Kommentare geantwortet habe unter dem Video. Das Thema hat mich echt fertig gemacht. Und ich musste ja auch zwei Anläufe machen, bis ich das überhaupt halbwegs verstanden habe mit diesen Anrechnungsregeln. Darum auch jetzt genug zu diesem Thema Anrechnung. Gehen wir einfach mal davon aus, du kannst mit einem Minijob deinen Regelsatz um maximal ca. 189 Euro aufbessern und das bei 10 Stunden Wochen Arbeitszeit, wenn du einen Mindestlohn-Minijob hast. Wenn du irgendwo einen besseren Stundenlohn bekommst, dann müssten es weniger Stunden pro Woche sein. Darum hier schon mal direkt die Frage an euch, was sind die besten Minijobs? Gibt es irgendwelche Minijobs, bei denen du mehr kriegst als den Mindestlohn? Hat jemand gute Tipps? Was habt ihr für Minijobs? Und auch die Frage, ist es euch das wert, für 190 Euro im Monat mehr 10 Stunden die Woche zu arbeiten? Wenn man jetzt sagt, das wären dann circa 40 Stunden Arbeit im Monat, wenn man jetzt sagt, der Monat hätte 4 Wochen, dann wäre das ja, wenn ich es richtig gerechnet habe, ein Stundenlohn von 4,75 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Ist das ein Anreiz zum Arbeiten? Gibt es aber vielleicht, also schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare und dann auch die Frage, gibt es vielleicht noch andere Anreize als das Gehalt, um einen Minijob zu suchen? Sunny Mars hatte vor kurzem geschrieben, dass du vom Jobcenter eher in Ruhe gelassen wirst, wenn du einen Minijob hast, weil die Jobcenter-MitarbeiterInnen sich vor allem auf Arbeitslose konzentrieren, die gar keine Arbeit haben. YouTube Sucht Konsument hatte auch mal gemeint, er wird mit seinem Minijob vom Jobcenter in Ruhe gelassen. Darum die Frage an euch, wie sieht es aus? Wer von euch hat einen Minijob und nervt euch das Jobcenter trotzdem noch? Lutz Vormann hatte mal darauf hingewiesen, der Hilfebedürftige hat alles zu unternehmen, um seine Hilfebedürftigkeit zu beenden oder zu verringern. Dazu gehört auch, einen anderen Job anzunehmen, wenn die Hilfebedürftigkeit dadurch beendet oder verringert wird. § 10 Absatz 2 SGB II detailliert in fachliche Hinweise zu § 10 SGB II Absatz bla bla bla. Ich schreibe euch das irgendwo hin. Das bedeutet aber, somit kann das Jobcenter auch verlangen, den Teilzeitjob aufzugeben und stattdessen einen Vollzeitjob aufzunehmen. Ebenso den Teilzeitjob aufzugeben, um an einer Maßnahme teilzunehmen. Darum die Frage an alle Bürgergeldis mit Minijob. Wie sieht es aus? Werdet ihr von eurem Jobcenter mit Minijob eher in Ruhe gelassen? Hat das einen Einfluss auf den Vermittlungsdruck von eurer Fachkraft oder will eure Fachkraft euch trotz Minijob in eine Vollzeitstelle oder sogar in eine Maßnahme stecken? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann auch die Frage, ist vielleicht alleine schon die Arbeit an sich ein Anreiz? Das Gefühl, irgendwo hinzugehen, eine Aufgabe zu haben, vielleicht Teil eines Teams zu sein, eine Struktur zu haben und irgendwo dazu zu gehören und irgendwo aktiv beizutragen. Ist das für jemanden von euch wichtig? Macht das einen Unterschied? YouTube Sucht Konsument hat es mal so formuliert, der Aufwand ist ca. 10 Stunden die Woche und man fällt nicht ganz raus aus dem täglichen Geschäft.
Ist das von jemand von euch, ist das noch von jemandem von euch? Ist das für jemand anderen von euch auch ein Anreiz, einen Minijob nachzugehen? Nicht ganz aus dem täglichen Geschäft rauszufallen? Wollen die Bürgergeldis in Wirklichkeit gar nicht den ganzen Tag faul auf dem Sofa rumhängen und Bier trinken? Kann das sein? Was denkt ihr? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Dann noch ein wichtiger Hinweis zum Thema Minijob. Und zwar hatte Chrissy sich ja auch mal einen Minijob gesucht. Und der war wohl zum einen gar nicht cool und zum anderen hatte sie dann dank des Zuflussprinzips auch erstmal ein akutes Geldproblem. Wir hatten ein Video dazu gemacht, das verlinke ich euch. Das Problem ist nämlich, dass das zu erwartende Einkommen vom Jobcenter für den betreffenden Monat natürlich direkt abgezogen wird, obwohl das Gehalt erst Ende des Monats kommt. Das heißt, du hast Anfang des Monats erstmal eine Geldlücke und musst gucken, wie du damit umgehst. Das heißt, am besten ist es, wenn du einen Minijob beginnst, wenn du da eine kleine Reserve, die schon mal irgendwo auf der Seite liegen hast, wo natürlich die Frage ist, ob du das kannst und oder ob du andererseits vielleicht bei deinem Jobcenter ein Überbrückungsdarlehen beantragst, bevor du einen Minijob aufnimmst. Die freuen sich bestimmt. Dann habe ich noch einen Vorteil zum Thema Minijob. Und zwar kann man mit einem Minijob wohl die Altersrente steigern. Ob das dann reicht, um dich aus der Grundsicherung und Altersarmut rauszuholen, wage ich zu bezweifeln. Aber immerhin bleibst du mit deiner Altersarmut nicht allein. Ein Viertel der über 80-Jährigen in Deutschland leidet unter Altersarmut, Tendenz steigend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr einen Minijob habt, hattet oder euch einen besorgen wollt und was für Pros und Cons ich noch vergessen habe. Vielen Dank für eure Beiträge. Passt gut auf euch auf. Bis bald und tschüss.